Korea. Hey, no joke. Ich habe wirklich schon viel gesehen, aber dieses Hotel hier und dieses Frühstück, dieses Gym, was die hier haben, nimmt wirklich alles komplett auseinander, Digga. Ja, gut. Geil. Ja? Ey, super. Super, mega geil. Jo, Digga, ich habe ein Handy und dann mache ich mir nochmal so eine komplette Schlauchbrot drumherum, damit ich das am Rücken tragen kann oder was, Alter. Wer ist er denn, Junge? Ah, kleine Vintage-Store hier mit den original Vintage-Flecken drauf. Ey, wenigstens geben wir jetzt richtig traditionell Essen. So. Wobei, es ist Crispy Chicken und sowas. Ist schon geil, ist schon geil. Ey, wir sind gerade in so einem ganz, ganz verrückten alten Tempel hier. Gemauerter Kamin. Aus dem Jahr 2004, das sieht man. Das hier, wie soll ich dir denn die Tür hier zumachen? Das zieht man hier durch. Junge, was ist das? Heizrechnungsmäßig ist das komplett für den Arsch. Das Ding ist halt, wir sind jetzt hier übertraditionell essen. Wir sind bei Shake Shack. Koreanisches Tradition, so wenn ihr wisst, tatsächlich. Man denkt, es kommt aus den USA. Es kommt aus den USA. Hier aus Korea, mein Jetlag ist absolut nicht weg, sondern er fängt jetzt erst richtig an tatsächlich. Ich wache alle zwei Stunden nachts schweißgebadet auf und frage mich, wie viel Uhr es ist und habe also irgendwie Urin im Bett. Dabei bin ich mir sicher, dass ich es nicht war. Wir fahren jetzt zu einer kleinen Gaming-Expo. Heute Abend gibt es dann noch ein wunderschönes Fashion Week-Ding. Dann werden wir Karaoke singen und uns ordentlich die Rüstung verbiegen, den Helm versiegeln. Die Ruhe der Stadt. Entspannend. Jumeira. Palms, Burj Khalifa hier hinten. Dubai, we're living good, we're living life, you know what I'm saying, bro. Damn, der hat das Squid Game Cookie, guck mal. Digga, oder ich nehme auf den, den schwersten auf, for real. Bruder, der Keks ist kaputt, man kann das nicht machen. Oh, Fortnite on the phone. That's crazy, man. Nah, Fortnite. Wir fahren jetzt auf dem Night Market, das wird ziemlich crazy. Korean Food, Insekten essen und so weiter und so fort. Okay, das ist for real crazy. Check this out, man. Das ist krass, oder? Ey, Bruder, ich krieg... Oh, Digga, ich krieg richtig Hunger. Thank you. Achtung hier, wir werden das Magen hören. Oh, das schmeckt richtig scheiße. Ja, das ist ein ganz anderer Film hier. Guck mal, Bro, wie krass. So schade, dass die gegessen werden. Die sind so süß irgendwie, Digga. Oh. Digga, so viel Essen hier, Bro. Ich freue mich gleich richtig auf die Tour. Bisschen dumm, dass wir uns gerade ein bisschen spoilern, sage ich ehrlich. Aber wir hatten schon Bock, was früher hier hinzugehen. Ey, ganz wilde Nummer, wirklich. Ganz, ganz krass. Vor allen Dingen habe ich richtig dick Hunger. Bin auch so ein Dummer und frag die ganze Zeit, was ist. Digga, was ist das? Nee, Bruder, ich frag nicht mehr nach, alles gut. Ey, no joke, dass wir das hier haben, das nimmt mich gerade komplett hoch. Ich liebe diesen Saft. Zuckerrohrsaft ist so ganz süß, so ein bisschen grasig schmeckt der, richtig, richtig geil. Ja. Übertrieben lecker. Wir haben uns jetzt direkt mal zwei Stück gezogen. Ist heftig, oder? Hast du schon sowas getrunken? Mit Kokos, aber in süß. So. Also vom ist crazy, ne? Ist ganz, ganz krass, Digga. Ich finde es eine der leckersten Sachen, die es gibt. Oh, Digga, hier riecht's wie im Aqualand. Digga, wirklich, ne? Yes, please. Thank you. You're welcome. No, I don't eat seafood. Thank you. Ja, ist geil, ne? Ja, ich glaube, ich habe gerade ein Auge kaputt gebissen. Das ist ganz geil. It's hot, eh? Yeah. Wir hatten jetzt diese Mr. Krabs von SpongeBob. Boah, Digga. Boah, ist das nasty. Hast du gerade das Bein gesehen? Ja, es ist einfach rausgelaufen. Is it nasty? No, it's not nasty. Okay. Mhm. Maybe. Ich hab schon größere Dinge im Mund. It's good. It's not a worm. Yeah. That's not a worm. You're trolling. It's vegetable. You're trolling. Ey, Leute, die Twisted Donarinos, die sind sehr, sehr TikTok-famous, hast du gesagt. So wie du, freshly ne? Freshly fried, so wie du. Folgt mir auf TikTok, ich lade jeden Monat eins hoch. Boah, ich sag ehrlich gesagt, 10 von 10 wirklich toll. Alufolienlampe. Meine Eltern haben so eine, damit sie nicht von den Flugzeugen gestrahlt werden. Ja. Leute, damit moderieren wir diesen Korea-Vlog ab. Ich bin raus, ich gebe euch eine Kopfnuss. Und hier oben ist einmal das Video verlinkt, wo wir gemeinsam gekotzt haben von koreanischem Essen. Hier rechts geht es einmal zu einem anderen Video von mir. Das ist ein Traum. Kuss geht raus und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.